liebes Taz-Talk-Publikum, liebes Publikum überhaupt. Ganz herzlich willkommen. Das ist in der Live-Zeit 17 Uhr an einem Mittwoch im Juni. Wir haben ganz wunderbares Wetter in Berlin. Wir sitzen alle in Berlin in verschiedenen Stellen. Wir haben auf die Schnelle einen Talk eingeschoben, eine Gesprächsrunde, auf die ich total stolz bin, dass wir die noch hinbekommen haben. Wir haben die Überschrift gewählt, ein Band der Solidarität knüpfen. Es geht um eine große Demonstration, um eine große öffentliche Manifestation am kommenden Wochenende. Ich will mich hier jetzt mal, also ich will jetzt auch nicht allzu stark flunkern, aber ich weiß natürlich ungefähr, um was es geht. Das werden wir aber alles gleich in zweifacher Hinsicht erfragen. Erstmal darf ich euch und Ihnen meine Gästinnen vorstellen. Das ist auf der einen Seite... Ja, wie mache ich das denn? Vornamensalphabetisch, mache ich das mal vornamensalphabetisch. Das ist aus meiner Position links ist Anna Spangenberg. Sie ist seit 2018 im Presseteam. Ich habe das jetzt versucht auswendig zu lernen. Das ist ein bisschen schwierig. Im Presseteam von Hashtag Unteilbar. Sie hat die Unteilbar-Bühnen in Dresden und Erfurt moderiert. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus. Sie ist langjährige Geschäftsführerin des Aktionsbündnis Brandenburg gewesen und sie hat mit der im Übrigen ehemaligen Taz-Kollegin Heike Kleffner ein Buch herausgegeben, Generation Hoyerswerda. Erstmal, Anna, herzlich willkommen. Ja. Dann eine von mir immer wieder spontan wissenschaftlich-menschlich angebetete, weil wir uns schon länger kennen, Wissenschaftlerin von der HU in Berlin. Das ist Naika Forotan. Herzlich willkommen. Sie ist, auch das muss ich jetzt ein bisschen korrekt darstellen, sie ist Direktorin des Berliner Instituts für Integrations- und Migrationsforschung. Und man stellt ihr Licht auf jeden Fall nicht unter den Scheffel, wenn man sagt, sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich eine spezifische Art des antimigrantischen Diskurses in den letzten Jahren auf empirisch andere Beine hat stellen können. Sie hat Wesentliches dazu beigetragen, dass wir heute im Grunde genommen säkular, das heißt weltlich und nicht mehr religiös orientiert, über das reden können, was ich persönlich das unser neues Deutschland nenne. Und da sind wir denn ganz klar bei dem Stichwort unteilbar. Also es ist von einem Band, die Frage geht jetzt an beide. Es ist bei der Geschichte, die wir jetzt am Sonntag, glaube ich, erwarten können, ist von Band der Solidarität der Rede. Anna Spangenberg, um was geht's da überhaupt? Ja, das Band der Solidarität und es wurde ja schon gesagt, mit dem Hashtag »So geht solidarisch«, das ist ja sozusagen eigentlich die Botschaft, mit der wir uns dort zusammentreffen, also versammeln werden. Und das Band der Solidarität soll natürlich die Zusammengehörigkeit, die Festigkeit da drin, aber natürlich auch das verantwortungsbewusste Demonstrieren und verantwortungsvolle Umgehen mit der Pandemie, mit dem Gesundheitsrisiko, um da auch auf Abstand zu sein. Und es ist sozusagen ein bisschen eine andere Art von Demonstrationsform, die wir sonst von Unteilbar kennen. Wir werden sozusagen als stehende Formation, als langes, breites Band durch die Straßen von Berlin, aber auch in anderen Orten unsere Solidarität, unser So geht solidarisch auf die Straße bringen. Und es ist, ich würde es gleich noch anschließen, weil es ist nicht nur So geht solidarisch, weil das können wir gut, das können wir zeigen, das haben wir schon mehrfach getan. Wir haben 2018 damit angefangen, in diesem Herbst der Solidarität. Da waren wir nicht alleine. Das haben auch viele Menschen in anderen Städten, in München, in Köln, in Potsdam getan. Aber dass wir 250.000 Menschen auf die Straße bekommen haben in Berlin, hatte natürlich ganz deutlich dieses Zeichen, so geht solidarisch, Solidarität statt Ausgrenzung, weil eben auch zu diesem Zeitpunkt, und dann springe ich auch schon wieder zu dem 14.06., also zu diesem Sonntag, weil es auch einen Moment da drin hat zu sagen, es reicht. Es reicht, wir wollen eine andere Gesellschaft und wir stehen als unteilbar Bündnis für eine offene und solidarische Gesellschaft. Naika, was ist es aus deiner Sicht, dieses unteilbar Bündnis? Kannst du das ein bisschen rahmen? Kannst du uns das erklären? Du gehörst immerhin mit zu den Erstunterzeichnerin des Manifest Unteilbar. Ich glaube, das war schon 2018.
Genau. Ja, gerne. Aber ich würde gerne dieses Besondere an dieser Formation Bewegung hervorheben, dass von Anfang an das Ziel war, dass man versucht, so etwas wie strategische Allianzen zusammenzubringen. Also, dass dort sehr viele Menschen mitmarschiert sind aus unterschiedlichen Bewegungen, Formationen, Hintergründen und mit einem unterschiedlichen Anliegen. Das war keine monothematische Bewegung, sondern man hat von Anfang an versucht zu sagen, es gibt bestimmte Ungleichheiten in der Gesellschaft, die kreuzen sich und vielleicht wäre es an der Zeit, dass wir unsere Prämissen ein bisschen miteinander verbinden. Es ist sehr richtig und wichtig, für ein bestimmtes Anliegen zu kämpfen, sagen wir mal in meinem Fall für die Migrationsfrage, andere kämpfen für die Klassenfrage, andere für die feministische, andere für LGBT und andere für Klima und wiederum andere dafür, dass vielleicht ihre, keine Ahnung, Stadt nicht so entvölkert ist und der Bus häufiger fährt und das Schwimmbad nicht geschlossen wird. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Belange, die aber alle auf ein strukturelles Problem hinzeigen, das wir seit Jahren erkennen, dass es nämlich zu zunehmenden Ungleichheiten kommt in diesem Land, das immerhin mit zu den G7 und den reichsten Nationen der Welt zählt. Und da gibt es immer wieder Zahlen, die uns das zeigen. Piketty hat vor einigen Jahren einen Ungleichheitsreport gemacht und darin festgehalten, dass Deutschland mit zu den ungleichsten Ländern der Welt gehört, dort, wo es um die Schere zwischen Arm und Reich geht. Und dass wir eben die hohen Zahlen von Kinderarmut hier kennen. Jedes fünfte Kind in diesem Land lebt in Armut. Wir wissen, dass alleinerziehende Frauen besonders stark davon betroffen sind, Migrantinnen etc. Also das können wir vielleicht, wenn es nachher darum geht, nochmal benennen. Aber Unbedingt. was das Neue eben an Unteilbar ist, ist diese, und auch das Riskante, muss man sagen, da sollten wir auch drüber sprechen, ist genau diese unterschiedlichen Formen von Unbehagen, zunächst mal nennen wir es so, Unbehagen in einem gemeinsamen Kanal zusammenzuführen und daraus einen Strom zu machen. Und wir alle wissen, wie schwierig das ist, weil wir im Moment auch gerade sehr andere politische Formationen haben, die sagen, nein, wir müssen im Gegenteil sehr viel stärker identitätspolitisch arbeiten und sehr viel stärker Einzelbelange hervorheben, um auch zu verdeutlichen, dass es spezifische Gruppen sind, die ganz besonders von Ungleichheit betroffen sind. Stichwort im Moment zum Beispiel Black Lives Matter, die gerade erst hier in Deutschland sichtbar geworden sind. Wenn wir jetzt kommen und sagen, ach, ordnet euch doch unter einen großen gemeinsamen Strom, weil wir ja alle für das Gleiche kämpfen, nämlich gegen Ungleichheit, kann das auch kritisch sein. Und ich finde, das ist ein Dilemma, das man mitbedenken muss. Aber vielleicht reden wir erstmal über die Chancen, die diese Bewegung jetzt mit sich bringt. Ich würde erstmal gerne, Anna, genau an dich geht auch die Frage. Ich will nochmal ganz kurz, ich war ein bisschen zu leidenschaftlich, könnte man sagen. Ich habe versäumt, erstmal mich vorzustellen. Mein Name ist Jan Feddersen, ich bin Taz Talk Kurator. Das geht wesentlich auf meine Idee zurück, dass wir uns heute auch zu diesem Thema treffen. Dass die Manifestation am kommenden Sonntag, finde ich, auch aus meiner persönlichen, eher bürgerrechtlich orientierten Sicht in vielfältiger Hinsicht extrem wichtig, dass wir daran teilnehmen. Zu dem Problem kommen wir ja noch später, aber vor allen Dingen will ich jetzt unserem Publikum sagen, man kann Fragen stellen. Die Fragen möchten wir unbedingt haben. Schreiben Sie uns eine Mail an taztalk@taz.de. Alle Fragen werden gewogen, sie werden von uns weitergeleitet, also wir bekommen die auch zu sehen. Aber an dich erst, Anna Spangenberg, erstmal die Frage, was konkret ist am kommenden Sonntag? Müssen wir, um jetzt mal eine Sendung mit der Mausfrage zu stellen, müssen wir um 3 aufstehen? Das ist so around the clock happening. Wann beginnt es? Wo trifft man sich? Trifft man sich überhaupt? Oder ist noch Corona in der Luft? Also ist dafür gesorgt und so weiter. Also da bitte ich jetzt erstmal um sehr genaue, akkurate, nachgerade empirische Aufbereitung. Das mache ich total gern, sozusagen die Fakten, damit sich alle wirklich gut informiert fühlen. Dann würde ich aber sehr gerne an Naika anschließen wollen, Unbedingt. der Allianzen.
Aber erstmal die Fakten. Es wird an diesem Sonntag stattfinden. Es wird stattfinden in Berlin, aber auch in anderen Städten wie in Leipzig, in Passau, in Hamburg, in Chemnitz, in Plauen, in weiteren. Aber es wird auch im Internet stattfinden, weil es ist sozusagen nicht, also bei uns finden immer die Sachen im Internet statt, dass man sich informieren kann. Aber hier ist es regelrecht dafür geplant, weil wir in Pandemiezeiten leben. Und das eben auch in unserer Protestform oder sprich Demonstrationsgeschehen berücksichtigen. Ihr kennt das alle, in den letzten Monaten konnten wir wenig auf die Straße. Es gab viele Regelungen dazu. Es gab Online-Demos dazu, um die Themen, um darauf aufmerksam zu machen. Es gab auch die Demo oder die Demonstration mit 20 Leuten, als noch nicht mehr da auf die Straße durften, vorm Brandenburger Tor, an dem sich Unteilbar beteiligt hat für die Evakuierung der Lager. Dann hieß es 50 Leute, als wir anfingen zu planen, um sozusagen das Band der Solidarität zu entwickeln. Jetzt dürfen ja auch wieder mehr, aber es ist sozusagen auch ein recht kollektiver Lernprozess, den wir da miteinander haben. Und somit ist das Band der Solidarität, das wird gespannt hier in Berlin vom Hermannplatz bis zum Brandenburger Tor. Das heißt, die Route ist ungefähr 9 Kilometer lang. Es wird eine stehende Formation sein, also nicht, wie man das so kennt, von Demonstrationen von A nach B zu laufen. Nein, es wird keine Latsch-Demo. Nein, sondern wir stehen, aber wir haben, wie wir das kennen, und das ist eben auch anschließend an die Allianzen, die wir da miteinander zum Tragen bringen, in inhaltlichen Blöcken. Das heißt, unsere Bündnispartnerinnen übernehmen Themen auf diesem Band der Solidarität. Das heißt, wir werden einen großen Block haben, der wird sich am Hermannsplatz befinden zum Thema Antirassismus. Wir haben einen großen Klimablock, wir haben einen großen Block zu Menschenrechten und eben auch zu sozialen und ökonomischen Fragen oder Ungerechtigkeiten, wo es Organisationen, Initiativen gibt, die sich dieser seit Jahren ihre Kämpfe führen. Das heißt, jeder und jede wird sozusagen ihre Themen finden und mittendrin am Moritzplatz gibt es einen großen Unteilbar-Block, was heißt, dort vereint sich recht vieles, aber ist eben auch sozusagen ein Anziehungspunkt, soll es sein, um neue Leute, um Aufmerksamkeiten dort abholen zu können. Uhrzeit? Das Band, das wird 14 Uhr beginnen. Wir machen das eine Stunde. Wir haben große Straßen gewählt, weil wir eben sozusagen das Gesundheitsrisiko, die Gefährdung durch das Virus sehr ernst nehmen. Wir stehen dafür, dass wir sozusagen allen ermöglichen wollen, zu demonstrieren, wissen aber, dass nicht alle demonstrieren können, weil es ist eben auch in solchen Momenten, das Virus betrifft uns schon alle und unser Leben ist damit auch verändert, aber es betrifft uns eben nicht alle gleich. Und somit werden wir auf Abstand achten, wir werden dieses Band, es wird wirklich ein regelrechtes Band geben, was auch angeschnitten ist, um diese Abstände zu halten. Es wird Markierungen auf dem Boden geben, es wird Menschen geben, die einander darauf hinweisen. Und natürlich werden wir Mundschutz tragen und eben, das ist eben die andere Form, im Netz sehr wohl über unsere Inhalte, über diese Stunde, über einen Livestream, über die Inhalte informieren, sodass eben jeder und jede, wo auch immer, das sich anhören kann, möglicherweise auch in den Nachbarschaften, im Hof gemeinsam, wenn sie sozusagen nicht zur Demonstration gehen. Das wird alles sozusagen vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz geschehen. Aber um das nochmal klar zu sagen, organisationell, also eigentlich das Kerngehäuse, also das heißt die Agora, also das, worauf es ankommt, also nicht alleine, ist der Moritzplatz in Berlin. Nee. Auf dem Moritzplatz ist der große sozusagen Block Unteilbar, aber Unteilbar, und da würde ich gerne an Naika anschließen, setzt sich eben zusammen aus den verschiedensten Akteurinnen da drin, aber eben auch den verschiedensten Themen. Und unser sozusagen, eines unserer Essential, was wir vor dem Oktober 2018 und aber vor allen Dingen auch mit dem Oktober 2018 erfahren und gelernt haben und für sehr wertvoll erachten, ist,
dass wir sehr unterschiedliche Kämpfe führen, in unterschiedlichen Formen auch und Ausdrücken, aber dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, dass sozusagen die Essentials von die Unteilbarkeit der Menschenrechte, die Unteilbarkeit der Gerechtigkeitsfrage, dass es soziale und ökonomische und ökologische Gerechtigkeit bedarf, um gemeinsam diese Gesellschaft auf dem Weg zu bringen, dass wir eine solidarische und eine offene, eine plurale Gesellschaft sind und das immer wieder sozusagen auch zu markieren da drin, zu sagen, wir sind die Gesellschaft der vielen. Wir vereinen genau diese unterschiedlichen Kämpfe und lassen uns nicht gegenseitig und gegeneinander ausspielen. Das ist ja eine große Herausforderung, gerade jetzt auch nochmal in den Zeiten, wo es nämlich sozusagen die Ungerechtigkeiten oder die bestehenden Ungerechtigkeiten verstärkt werden. So, was ich gerade sagte, es trifft nicht alle gleich. Und eben auch in den sozusagen in die Auswirkungen zu denken und zu schauen, weil es wird uns noch Monate und möglicherweise Jahre beschäftigen auf sozusagen diesem Weg zu einer solidarischen Gesellschaft. Und da sagen wir eben, wir gehen am 14.06. auf die Straße, weil wir zeigen, wie es geht, solidarisch zu sein, aber wir zeigen auch, es reicht hier. Wir wollen mitreden, wir wollen mitgestalten, weil wir wissen, was für eine Gesellschaft wir haben wollen. Naika, du sprachst von strategischen Allianzen. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter sagen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf, da treffen möglicherweise auch die guten oder einander nicht so sich mögenden Anliegen aufeinander? Ja, weil das Ganze hört sich sehr logisch und klug an, bestimmte gleichzeitig stattfindende Kämpfe zusammenzuführen. Aber es hat natürlich alles auch seine Fallstricke. Das wissen wir zum Beispiel aus der feministischen Frage. Wir können sehr wohl ein großes Dach bauen und sagen, innerhalb der feministischen Frage und der Kämpfe der Frauenbewegung sehen wir zunächst mal eine konkrete Veränderung und das heißt Zugänge für Frauen, Wahlrecht für Frauen etc. Hat man diese Punkte erreicht, fällt einem plötzlich auf, dass innerhalb dieser Struktur auch die Machtverhältnisse sehr ungleich sind. Da gibt es ja ganz viele theoretische Debatten auch zu, schon früh angefangen, das Combahee River Collective, die Frage gestellt haben, ist die Position schwarzer lesbischer Feministinnen zum Beispiel die gleiche wie die einer bürgerlichen Frau, die jetzt innerhalb der, ich sag mal, CDU eine Position haben möchte und zu Recht gegen die gegen diese Ungleichheit kämpft, dass immer Männer auf den ersten Listenplätzen sind. Da ist halt innerhalb der gleichen Frage, der feministischen Frage und der Frage der Frauenbewegung doch ein Bruch, den man auch diskutieren muss und den man auch nicht überdecken kann. Deswegen ist mein Punkt, den ich mache, den der strategischen Allianz. Denn die strategische Allianz ist einfach, dass man sich klar wird, dass man zu einem gemeinsamen Ziel zusammenkommt, ohne die weiterhin bestehenden Ungleichheiten zudecken zu können. Aber dass man sie für eine gewisse Zeit nach hinten stellt, weil das Ziel, auf das man zusteuert, meistens eine Gefahrenlage ist oder etwas, von dem man sich eingehegt fühlt oder wo man erkennt, wenn man sich hier zusammentut, ist man stärker. Das nivelliert aber nicht die Konflikte, die innerhalb dieser Gruppierungen bestehen. Also sagen wir mal vor allen Dingen, aber ich kenne das auch noch aus den 70er, 80er Jahren, als die linksradikale Linke immer kleiner wurde, gab es dann plötzlich auch immer Bündnisgespräche und am Ende waren diese ganzen Bündnisse dann immer auseinandergeknallt, weil man dann doch irgendwie nochmal einen Minimalkonsens finden wollte. Das ist nämlich an Naika genau der Punkt, den du meintest. Also dass man im Prinzip auch politisch generös über eventuelle Differenzen in den Detailfragen hinweg sieht. Richtig so? Genau, das hat man ja auch schon gesehen bei den bei den Orten, in denen Unteilbar schon auf die Straße gegangen ist und ganz starke Gruppen verbunden hat, dass es dort auch Krisenkommunikation und Kritik gegeben hat. Keine Ahnung, warum marschiert jetzt die Antifa mit zum Beispiel? Oder in Berlin, warum marschiert der Zentralrat der Muslime mit? Mit denen kann ich mich aber nicht identifizieren,
sagen, vielleicht bestimmte Frauengruppen oder bestimmte säkulare Gruppen umgekehrt. Sie sagen andere, warum wird hier die Deutschlandflagge mit reingetragen? Das heißt, wir konnten erkennen, bei so einer großen Gruppe kommen natürlich nicht nur vollkommen politisch stromlinienförmig gleiche Menschen zusammen, sondern sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und auch das war das Besondere, was man in in Berlin sehen konnte, dass es eben tatsächlich, du konntest von Schicht und Klasse die Unterschiede erkennen, von Altersstufen, von Herkunft, von Internationalität, von Verwurzeltheit. Das hatte natürlich auch einen großen Moment eines Happening, aber dadurch, dass es so politisch war und so klar war, in diesem Moment und auf dem Weg zu dieser klaren Forderung, wir wünschen mit vielen Menschen eine andere Form von Gesellschaft, muss man bestehende Unterschiede kurzfristig ausblenden. Das kann auch einen unpolitischen Moment erzeugen. Das ist das, was ich die ganze Zeit sagen will, dass uns allen bewusst ist, welche Kritik es daran zurechtgeben kann, aber dass die Entscheidung zu sagen, trotzdem ist im Moment zu sagen, die Bedrohungslage ist groß, sie ist ernst zu nehmen und wir müssen mehr Verbündete haben aus vielen unterschiedlichen Positionen, um klarzumachen, dass es einen gesellschaftlichen Wandel braucht. Ich glaube, das trägt die Bündnis. Ja. Anna, wolltest du da was anfügen? Ja, gerne, weil also auf dein Stichwort, Naika, mit dem Happening, also dieses Event-Charakter, das hast du so nicht gesagt, das stimmt schon. Und natürlich ist es schön, so viele Leute zu treffen und zu sehen. Aber es war natürlich auch ein ganz starkes Momentum, Mut zu bekommen, weiterzumachen, weil viele dieser Menschen, auch wenn sie nicht mit auf der Straße waren, die ja das auch mitgenommen haben, die Bestärkung darin, die Themen da dran zu bleiben. Und das ist eben nicht der Minimalkonsens, sondern das ist, sich unteilbar zu Menschenrechten zu bekennen und sie auch umzusetzen. Und das sind ja die lauten und die leisen Sachen. Also das ist gar nicht sozusagen dem entgegenstehend. Die Initiativen oder die Ansätze sind unterschiedlich, was sie tun. Nehmen wir das Thema, also wenn wir das Thema Migration nehmen, das ist ja sozusagen in der Breite sehr, also irre. Aber wenn wir jetzt sagen, wenn wir anfangen bei der Seenotrettung, das sind Menschen, die das konkret tun, andere unterstützen das oder spenden dazu, die Leben retten. Da geht es um Menschenrechte, die ihren Einsatz auf dem Mittelmeer machen, die aber unter immer dieser widrigeren Bedingungen, politischen widrigen Bedingungen agieren können, sei es die Beschlagnahmung der Schiffe, sei es das Hin und Her, in welchen Hafen sie einlaufen können. Jetzt wird gerade das Schifffahrtsrecht sozusagen geändert dafür, dass es noch weiter erschwert wird. Das ist das eine. Dann gibt es die anderen, Seebrücke als Thema, die seit vielen, vielen Monaten, Jahren am Start sind und 150 Kommunen haben sich bereit erklärt für sichere Häfen. Das machen die nicht einfach mal so, diese Kommunen. Da gibt es Dialoge, da gibt es Erfahrungen, da muss sozusagen wirklich miteinander gesprochen werden, was das heißt, ein sicherer Hafen zu sein, also Geflüchtete aufzunehmen. So, das heißt, die erklären Bereitschaften dafür. Anna, lass mich, das unterstütze ich ja alles von Herzen, also erstmal so in toto, aber dann lass mich noch mal ein bisschen konkreter werden. Also so die spezifische innerlinke Diskussion zum Thema Seebrücke, Sea-Watch und dem Mittelmeer, da ist man sicher unter den bösartig formulierten bisschen oder auch gleichzeitig liebevoll unter den Happy Few eigentlich einig. Das ist ja, lass mich kurz fragen, das ist noch nicht für sich genommene Bündniskonzeption, sondern ich hatte eigentlich gedacht, du würdest sagen, also auf einer solchen Manifestation am kommenden Sonntag haben auch Leute, die vielleicht mit dem Phänomen der Flüchtendenrettung auf dem Mittelmeer ein eher auch zwiespältiges Verhältnis haben, eine Chance, damit sinnlich in Kontakt zu kommen. So, und du setzt es aber jetzt voraus, dass man da schon irgendwie sowieso mit einverstanden ist mit dem, was da... Nee, ich setze das nicht voraus. Und es ist auch nicht sozusagen
In der Wohlfühlkategorie von, was du jetzt gerade sagst, das sind so the few der Linken. Nee, wenn ich dieses Beispiel aufmache mit Seebrücke, und da hängt eben auch die Seenotrettung auf der einen Seite daran, auf der anderen Seite hängen aber auch die Nachbarschaften daran, die wirklich alltäglich unterstützen, die den langen Atem in den Kommunen, in den Orten dort haben. Aber der Oberbürgermeister von Potsdam fährt mit der evangelischen Kirche und Seebrücke nach Lesbos, geht nach Moria, schreibt danach mit seinen 150 Kommunen, die sich bereit erklärt haben, Briefe, macht Termine aus beim Bundesinnenministerium. Ich glaube nicht, dass wir davon reden können, das ist jetzt so ein linker Klüngel, die sich irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, wir machen irgendwie die richtigen Sachen. Nein, von Klüngel war nicht die Rede, sondern oder ich habe so Konsens, einen, da ist ein im Prinzip ein ideelles Einvernehmen da. Lass mich das nochmal mit einer anderen Frage an die, das war jetzt eine Möglichkeit. Ich würde es aber gern zu Ende reden. Ja, okay. Das fände ich richtig, weil das, was ich gerade versuche zu beschreiben, ist ein demokratischer Prozess, der da abläuft. Der ist nicht einfach, der läuft nicht einfach mal so durch. Da braucht es viele Menschen dafür, da braucht es Zeit, da braucht es Wissen, da braucht es Erfahrung und es braucht aber eindeutige Positionierung auch und ein Fordern. Und Fordern macht Seebrücke und sagt, wir brauchen sichere Häfen hier. Was dann aber erfahren wird, ist, dass 47 Kinder und Jugendliche aufgenommen werden, sozusagen mit dem Ja des Bundesinnenministeriums, während die 150 Kommunen nach Terminen, offenen Briefen, winken, wir werden es tun, keine Bewegung entsteht oder nichts passiert, werden 47 Kinder aufgenommen und als humanitäre Hilfe, was es ja für die auch wirklich ist, deklariert. Und dann ist aber Schluss. Dann ist es vorbei. Und dieser demokratische Prozess von den Kommunen mit und initiiert von Seebrücke, mit Unterstützung von der Seenotrettung, mit Unterstützung von den Nachbarschaften. Und da können wir weitergehen. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Auch, also die unterstützen da. Da sind wir ja wieder bei unseren Bündnispartnerinnen, die sich bei Unteilbar finden, die das unterstützen, weil es ist ein großes Projekt, ein großer demokratischer Prozess, der Anerkennung braucht, wirkliche Anerkennung, also nicht nur Worte, sondern dass da drin was passiert. Und was wir aber erleben, und wir spreche ich jetzt wirklich im großen Wir, also die Viertelmillion plus, wir erleben da aber eine Missachtung dieses Prozesses. Und das hat eben auch das Momentum von, es reicht, neben denen wir zeigen, so geht solidarisch. Das, ich möchte mich da ungern wiederholen, aber ich sage es nochmal, damit es kein Missverständnis ist, das unterstütze ich alles. Das ist also alles wichtig. Nur das Einvernehmen zu dem, was du als politische Atmosphäre und die Not, eine gute politische Atmosphäre gerade für die Flüchtenden herzustellen, das ist ja unmittelbar einleuchtend. Ich frage mich nur, ja klar, da gibt es ganz viele Organisationen, aber also welches Framing schlagt ihr vor, damit zum Beispiel jetzt dieses Projekt, und dann habe ich dazu auch noch zwei, drei andere konkrete Fragen, also auch über die bereits jetzt gewonnenen Sympathisierenden zu lancieren. Also dass Leute, die bisher in diesem Kontext nicht drin stecken, dass die auch sagen, ja, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber also das lohnt sich, hier mich ein bisschen gedanklich anzustrengen. Naika, vielleicht fängst du da an. Ja, vielleicht gehe ich auch da nochmal auf diese große und teilbar Demo hier in Berlin ein, weil ich einfach glaube, dass dieser symbolische Moment auch immer wichtig ist für die Kämpfe der Zivilgesellschaft. Weil das, was Anna sagt, da passiert sehr viel on the ground. Und das war jetzt nicht, dass man sagen könnte, das war jetzt ein kleines linkes Nischenprojekt, sondern wenn man auf der Straße war, hat man schon gesehen, dass dort Menschen eben mit sehr unterschiedlichen Haltungen ihre Position zusammenführen.
Und das konnte man tatsächlich im Straßenbild auch so erkennen, auch mit natürlich den Schildern, die die Leute vor sich hergetragen haben, dass dort sehr unterschiedliche Anfragen an einen politischen Wandel kommen, die von Klima bis Recht auf Pflege und, keine Ahnung, Recht auf religiöse Sichtbarkeit gehen, aber auch mit der Idee, was du eben dieses neue Deutschland genannt hast, zu sagen, dass man tatsächlich dort viel mehr die Vorstellung hineinbringen muss, dass da manche Dinge konsensual gelöst werden müssen, dass es aber auch die Absolutheitsansprüche braucht, damit es zu einem Wandel kommt. Das wissen wir ja alle, dass wenn Maximalforderungen gestellt werden, egal von welcher Seite, dass die Mitte sich sozusagen dahin bewegt zu diesen Polen. Die Pole haben eine bestimmte Funktion eines Korrektivs und die laufen auch mit bei Unteilbar. Die sind auch da, Stichwort Antifa oder die andere Seite, Stichwort Deutschlandflaggen. Lass mich nochmal wundern. Will ich nur einfach sagen, wenn man das als Plattform nutzt, wo man sagt, hier könnt ihr erstmal artikulieren und die Rolle der Organisatorinnen oder der Projekte und Gruppen, die sich danach bilden, ist, diese unterschiedlichen Formulierungen und das unterschiedliche Unbehagen vielleicht zu einem gemeinsamen Frame oder gemeinsamen Band zusammenzuführen, das ist dann die Arbeit, die on the ground passiert. Und ich glaube, dass Unteilbar so ein bisschen sichtbar macht, dass die Zivilgesellschaft an vielen Stellen vielleicht weiter ist als die Politik. Das haben wir ja auch bei der Klimafrage gemerkt, dass es sehr viel Zuspruch gesamtgesellschaftlich gibt und gar nicht unbedingt, also wir könnten jetzt nicht sagen, Klimapolitik ist eine linke Frage. Siehe wie in Bayern plötzlich sehr viele CSU-Wähler Grün gewählt haben. Also die Frage von Naturschutz kann man auch mit Heimatverbundenheit verknüpfen. Man muss halt überlegen, wo sind diese neuen Allianz-Anknüpfungspunkte? Und das ist das, was, denke ich, Unteilbar versucht. Darf ich euch noch mal zwei Fragen stellen? Bei der ersten Unteilbar-Manifestation unter den Linden, gigantische Bilder in der Tagesschau, in den Tagesthemen, an dem Tag waren Deutschlandflaggen, also Schwarz-Rot-Gold, unerwünscht. Ist es diesmal anders? Du Jan, die Frage stellt sich so für uns nicht, ist es diesmal anders? Weil unser Ausdruck für eine solidarische Gesellschaft, das heißt, so geht solidarisch, was wir am Sonntag machen, reden wir, diskutieren wir nicht über Deutschlandflaggen, sind die jetzt erlaubt oder nicht, darum geht es uns nicht. Uns geht es sozusagen den Begriff Solidarität in gelebte Solidarität, in Handlungen und Forderungen zu setzen. Und die können wir füllen. Wir stehen da nicht mit leeren Händen da. Und sozusagen dieses Thema Fahne ist auch 2018 wahnsinnig hochgeschrieben worden. So. Und da gibt es eben auch Interessen darum, das hochzuschreiben. Es geht nicht um die Diskussion, ist das jetzt sozusagen, wie steht Unteilbar zu Patriotismus? Das ist überhaupt nicht die Diskussion, die da angestoßen wird. Nein, es geht um das andere, die Gemeinsamkeit, das nicht gegeneinander ausspielen der Themen, der unserer Themen, die sich dort vereinen, und das ist nicht unsere Frage für diesen Tag und auch war es nicht unsere Frage, als wir erst in diesem Jahr in Erfurt auf die Straße gegangen sind, sondern da sind wir auf die Straße gegangen, weil dieser Tabubruch, der dort passiert ist, den die ganze Republik natürlich mitbekommen hat, so, den nicht hinzunehmen, dahin zu sagen, nein, wir stehen nicht dafür, diesen Rechtsruck, den wir schon vorher, also das ist ja nicht vom Himmel gefallen, die sich Unteilbar anschließen, arbeiten, warnen, verteidigen seit vielen, vielen Jahren das Thema. Ich würde gerne noch mal darauf, was ist denn daran sozusagen so schlimm, diese Debatten auch zu führen? Also ich finde es vollkommen legitim, dass die Leute sagen, ich möchte nicht, dass das unter einem nationalistischen Framing ist. Und ich finde es auch legitim, wenn andere sagen, das gehört zu mir. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass auch Unteilbar die Möglichkeit gibt, über solche Dinge nochmal zu sprechen. Es ist ja keine vollkommen gelöste Frage, auch wenn wir diesen großen
Fußballsommer hatten, wo sich alle plötzlich Flaggen ins Gesicht gemalt haben und gedacht haben, das ist der Weg zurück in die Normalität, dass Deutschland jetzt auch wieder ein Nationalgefühl über Flaggen zeigen kann. Okay, aber seit diesem Sommer der Fußball-WM, wo wir den Claim hatten, die Welt zu Gast bei Freunden, ist in diesem Land auch sehr viel passiert. Und wir wissen auch aus empirischer Forschung, dass diese Bekenntnisse zu nationalen Items auch sehr leicht mit dem nächsten Schritt dahergehen, nämlich Nationalismus und Ausgrenzung. Das heißt trotzdem nicht, dass diese Flaggen nicht mitgehen und dass für manche Leute das sehr viel bedeutet. Aber so ist nun mal ein pluraler Raum. Da stehen sich dann auch Leute gegenüber, die vollkommen unterschiedliche Meinungen haben. Und meiner Meinung nach ist es ein guter Moment, das auch zu diskutieren. Oder aber in dem Moment, so wie Anna sagt, zu sagen, come on, führt eure Diskussion doch bitte gerade jetzt mal woanders, weil heute an dem Tag und in dieser Bewegung haben wir einen anderen Fokus. Man kann es natürlich nicht ausblenden, weil das ist eine Riesenbewegung und dass dort Gruppen mitgehen, die auf ganz unterschiedlichen Polen eines Kontinuums stehen, das ist logisch. Das ist das, als ich gesagt habe, das Riskante, das Besondere an der Bewegung ist diese strategische Allianz. Es ist aber auch das Riskante und deswegen macht es das gerade zu einer wichtigen Bewegung. Das ist, ich kenne ein Dorf südlich von Hamburg. Es ist ein dominant CDU-wählendes Dorf. Da hängen schwarz-rot-goldene Flaggen in den Gärten. Kein Dorf in Niedersachsen war so intensiv mit einer empathischen Flüchtlingspolitik beschäftigt. Und das war nachbarschaftlich, das war menschlich so auf so eine stark berührende Art korrekt. Und ich stelle mir nur vor, die möchten mitgehen und sagen, weil für die ist im Übrigen schwarz-rot-gold wie auch geschichtlich, dass die Tradition ist, ist natürlich eine antinazistische Flagge, das ist eine antirechte Flagge. Und es ging mir gar nicht darum, dass alle das jetzt tragen müssen, sondern ob das die Möglichkeit ist, dass man also auch entsprechend das zeigen kann. Weil du ja, Naika, gesagt hast, wir wollen ja strategische Allianzen machen, wo man vielleicht einander auch aushält, wenn man nicht mit allem einverstanden ist. Genau, und ich denke aber trotzdem, dass man auch diese Diskussionen aushalten muss. Also um nochmal zu dem zu kommen, was du sagst, wir können das sogar noch alles einen Schritt weiterführen. Gerade Bayern war ganz besonders stark in diesem ganzen Sommer der Migration in den Willkommensinitiativen. Ja klar, weil dort kamen die ersten Geflüchteten an. Da hat die Bevölkerung in der allerersten Nothilfe deutlich stärker reagiert, als wir das in Berlin überhaupt nur tun könnten mit unserer Vorstellung von Progressivität. Und genauso, wenn man in die Zahlen hineinschaut, kann man immer noch erkennen, wie viele zum Beispiel ältere Menschen in diesen Willkommensinitiativen ad hoc aktiv geworden sind. Wir haben bei uns am Berliner Institut Forschung gemacht zu Ehrenamt und mussten dabei sehr viele Dinge korrigieren. Mein Kollege Serhat Karakayali hat die Studie durchgeführt. Wir konnten sie zwar mitnichten nur die üblichen Verdächtigen, von denen man erwartet, dass sie helfen. Keine Ahnung, Studierende oder Menschen mit viel Zeit oder Menschen, die in linken Initiativen aktiv sind, sondern es war schon ein sehr breites Band, das sehr schnell, zu schnell an manchen Teilen angegriffen wurde. Aber bis heute sind immer noch sehr viele Menschen ehrenamtlich engagiert und auch bei der Stange geblieben. Und das sollte auch 2018 mit zeigen, dass Engagement auch noch weitergetragen werden kann. Dass dieser Willkommenssommer sich ausweitet und andere Fragen mitdenkt. Ich war zum Beispiel damals sehr beeindruckt über diese Gruppe von Ryanair, die prekär Beschäftigten, die darauf aufmerksam gemacht haben. Und das ist erstmal so kontrahypothetisch. Du stehst da und erwartest antirassistische, feministische oder LGBT-Initiativen. Plötzlich kommt Ryanair auf die Bühne und es gibt so einen kurzen Filmriss, bis man versteht, dass diese Verkettung und Verzahnung der Ungleichheiten im Grunde genommen das ist, wo wir im Moment ran müssen. Ohne meiner Meinung nach, das ist das, was ich die ganze Zeit sagen will, alles andere bleibt trotzdem noch legitim. Es bleibt legitim, dass die eine Seite sagt, für mich ist das eine Flagge, die symbolisch bedeutsam ist und einen Kampf gegen Nazis darstellt. Und dass die andere Seite sagen kann, du magst das ja vielleicht denken, aber ich muss dich korrigieren, denn auch deine Form von nationalem Bekenntnis kann im nächsten Moment zu einem Ausschlussmotiv führen und das kann man empirisch nachweisen. Das kann erstmal beides nebeneinander diskutiert werden, ohne dass man jetzt
daraus meiner Meinung nach so ein Politikum macht. Ich finde es trotzdem wichtig, darauf zu verweisen, dass dieses Zusammenkommen tatsächlich ein strategischer Moment ist, der die Ungleichheiten nicht wegbringt. Und das kennen wir aus allen, übrigens, das kennen wir aus allen Kämpfen der Ungleichheit, dass dort nicht verdeckt werden kann, welche Konflikte trotzdem auch innerhalb der Gruppen bestehen. Ja, ich bin ja komplett mit, Anna, das frage ich gleich auch dich, bin damit komplett mit allem einverstanden, vor allem mit der Generalidee, dass man sich aushält. Das heißt natürlich abgesehen von offen völkischen Symbolen oder Nazi-Symbolen. Also ist jeder willkommen, der eigentlich diese große Allianz mit im Sinne der Erklärung bereichern will. Das ist richtig verstanden. Es ist jeder willkommen, der den Gedanken von unteilbar trägt und mitstützt. Und da würde ich gern an Naika anknüpfen. Also dieses, was du beschrieben hast, was in Bayern oder auch da natürlich gerade wegen der Nähe mit der Grenze, aber eben ja auch in anderen Bundesländern sozusagen wirklich viele Menschen sich zusammengefunden haben, wirklich sehr nachbarschaftlich, was ja zum Teil bis heute auch noch ist, also diese leisen Sachen, von denen ich sprach. Und trotzdem wissen wir aber alle, und deswegen gab es ja auch mit 2018 unteilbar das Bedürfnis, gemeinsam auf die Straße zu gehen, weil dieser Gedanke oder das Umsetzen, das Arbeiten an einer offenen Gesellschaft erst dann ja passieren kann, wenn sozusagen klar wird, dass alle Rechte haben, dass das Recht, Rechte zu haben, dass das jedem zugestanden wird. Im Kleinen sozusagen in den Unterstützungen und aber eben auch in Gesetzgebungen, auch sozusagen in denen, wo es wirklich einen Ausdruck nochmal findet, was greifbar ist, was Menschen nicht nur ermöglicht, sondern wirklich die Rechte gibt. Und dieses Projekt auf diesem Weg dahin ist natürlich enorm von der extremen Rechten oder von rechtspopulistischen Parteien, ja seit Jahren sozusagen wird es angegriffen, nachdem aber die AfD immer, immer stärker wurde. Das heißt ja nicht plötzlich auch einfach so, sondern dass sich Willkommensinitiativen auch auseinandersetzen mussten mit den flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen in ihren Kommunen. So. Also dass dort ja auch ein Spannungsfeld entstanden ist, diesem Projekt weiterhin nachzugehen für eine offene Gesellschaft, dass das Leute sozusagen auch nicht nur ermüdet hat, sondern eben auch frustriert, verzweifelt hat lassen. Und somit war dieses Zusammenkommen mit unteilbar 2018, das gehört, dieses Gefühl, da Mut zu kriegen, weiterzumachen, zu wissen, wir sind da sind viele, die dieses Anliegen, unteilbar zu sein, für Menschenrechte einzustehen. Und wie sich das dann ausbuchstabiert, das ist eben das, was es dann auszuhalten ist, was Naika sagt. Ja. Nur ein Eindruck. Wie seid ihr eigentlich kämpferisch drauf? Ist das Glas für euch halb leer oder halb voll? Das heißt, glaubt ihr, dass ihr das Band der Solidarität so knüpfen könnt, dass es im Grunde genommen eine Mehrheit in diesem Land umfasst? Natürlich ist für uns das Glas halb voll und vor allen Dingen gerade vor dem 14. jetzt, weil das wird ein sehr ausdrucksstarker Tag und ein Tag werden, wo wir sozusagen ja, ganz deutlich und klar unsere Forderungen, unsere Erfahrungen im Band der Solidarität vereinen werden. Also das Knüpfen von Solidarität auf der Straße und aber eben auch im Netz. Halb voll, halb leer. Es gibt genügend Momente, wo das Glas halb leer ist, ja, in den Themenbereichen, sei es in Klimagerechtigkeit, sei es ökonomische oder soziale Gerechtigkeit. Da gibt es viele Momente drin. Schauen wir auf Frauen, häusliche Gewalt, Anstieg jetzt in der Pandemie, gab es vorher genauso, jetzt Anstieg, die Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Homeschooling. All diese sozusagen Themen, da ist das Glas nicht halb voll.
Da ist eine Menge zu tun, eine Menge darauf aufmerksam zu machen, aber eben auch eine Menge zu verändern. Und dieses Momentum zu sagen, so geht solidarisch, hat eben auch dieses, es reicht, wir wollen da mitreden. Also ich denke auch, der Moment ist ein bisschen auch dafür da, um nochmal stärker Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Themen, die jetzt in den letzten Corona-Krisenmonaten ein bisschen verdeckt waren. Weil eigentlich hat ja Corona im Grunde genommen wie durch ein Brennglas nochmal diese Ungleichheiten hervorgehoben. Wir haben gesehen, wir haben über Systemrelevanz diskutiert und haben plötzlich festgestellt, überproportional viele systemrelevante Berufe werden von Frauen ausgeübt in sehr prekären Lohnlagen. Wir haben am DEZIM, an dem anderen Institut, an dem ich bin, im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, gerade ein Papier veröffentlicht, wo meine Kolleginnen darauf aufmerksam machen, dass auch Migranten überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten sind. Und dabei sind nicht nur solche Berufe wie Paketbote, Amazon, was jedem einleuchtet, der in den letzten Wochen 15 Mal am Tag die Haustür aufgemacht hat und immer wieder einen migrantischen Paketboten vor sich hatte, oder auch in Supermärkten, Securities, die sind auch Zahnärzte und Ärzte, Pflegekräfte in den Krankenhäusern, alles das rückt ein bisschen mehr auf die Tagesordnung oder uns wurde deutlich, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Struktur, unsere institutionelle Sicherheit und auch unseren Reichtum auf dem Rücken von vulnerablen Gruppen aufbauen. Das haben wir vorher geahnt. Diejenigen, die von uns, die mit den Zahlen arbeiten, haben es gewusst. Aber in Corona hat sich das nochmal versinnbildlich. Für viele Menschen wurde es sichtbar, weil die Person vor ihren Augen jeden Tag aufgetreten ist. Genauso haben wir festgestellt durch die Corona-Frage, wir hatten vorher eine riesige Klimadebatte. Wir hatten die Grünen auf fast 20%. Keiner hätte erwartet, dass sie so schnell wieder absinken oder dass das Thema erstmal ins Hintertreffen gerät. Wobei, eigentlich ist es gar nicht ins Hintertreffen geraten, wenn wir das Konjunkturpaket ansehen und sehen, ja, die haben sich tatsächlich entschieden, keine spezielle Förderung der fossilen Automobilindustrie Diesel und so weiter reinzupacken. Also das Thema schwingt mit, aber ich denke, gerade dieser Tag, der 14., soll auch nochmal zeigen, alle diese Themen sind da. Sie haben sich durch Corona teilweise sogar noch zugespitzt. Sie dürfen nicht zugedeckt werden und wir müssen sie zusammenführen. Und insofern würde ich, wenn ich jetzt, Jan, auf deines halb voll, halb leer eingehe, ich habe gerade gestern Abend einen Artikel gelesen und der hat mich so ein bisschen deprimiert. Der ging nämlich in die Richtung, jede Form von Kapitalismuskritik ist eigentlich obsolet, weil der Kapitalismus ändert sich theoretisch nur mit. Abzuschaffen ist er nie. Das fand ich jetzt so ein bisschen, aus der Perspektive würde ich sagen, das Glas ist halb voll. Wir, wenn wir sowieso strukturell nichts erreichen, können wir auch zu Hause bleiben. Umgekehrt würde ich immer sagen, ich weiß nicht, ob ihr den Film Einer flog über das Kuckucksnest kennt, aber da gibt es am Ende dieser Sequenz, wo der Indianer sozusagen aus diesem Irrenheim herausgeht und das nur, weil Jack Nicholson in der Sequenz vorher versucht, etwas zu machen, was ihm nicht gelingt, aber dann sagt, at least I try. Ich habe es wenigstens versucht. Und Jack Nicholson schafft es nicht rauszukommen und scheitert. Und du bist ganz depressiv und denkst, okay, er hätte das bloß nicht versucht, dann wäre er nicht gestorben. Und der Indianer macht das aber und schafft es. Also ein anderer nimmt den Stab auf. Ein anderer schafft das. Und deswegen denke ich, insofern müssen wir tatsächlich auch ein bisschen optimistischer nach vorne schauen, weil vielleicht schaffen wir diesen Wechsel jetzt nicht. Aber wir haben so ein Zeichen nach außen gesendet und ziehen immer mehr Menschen vielleicht über die Zeit damit auch an. Ich finde, und wir neigen uns jetzt quasi so einer agitatorischen Dichte zu, also das, wir sprechen jetzt, also finde ich sehr konstruktiv, eine Dreiviertelstunde. Und wer bis jetzt noch nicht begriffen hat, dass man sich unbedingt auf den Sonntag beziehen sollte und sich da bewegen sollte, dem können wir wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. Aber ich will nochmal, Naika, weil wir darüber, glaube ich, schon mal gesprochen hatten und das soll man jetzt auch schon nicht sagen, aber über Kapitalismus reden wir vielleicht bei anderer Gelegenheit, denn das geht ja natürlich
immer darum, dass die ganze Reichtumsproduktion, auch die proletarische, und das bedeutet in Deutschland eben auch die migrantische, ohne Kapitalismus gar nicht denkbar gewesen wäre. Das kommt eben auch dazu. Aber ich will nochmal ausdrücklich sagen, ich finde das, was ihr, jetzt sage ich das aus meiner journalistischen Perspektive, am Sonntag realisieren wollt, ist großartig. Das ist ein wichtiges Zeichen, jetzt genau an der Schnittstelle zwischen vollständigen wieder Hochbrüten der ganzen Anlagen nach Corona, obwohl man ja irgendwie weiß, dass Corona noch ist, und den beginnenden Sommerferien, dann wird es ja irgendwie alles sowieso mobilisatorisch total schwierig, abgesehen von einem CSD, der allerdings auch nicht stattfindet. In welchen Städten, Anna, wird das Band der Solidarität, abgesehen von Berlin, noch konkret analog physisch geknüpft werden? Ja, es wird in Leipzig geknüpft werden und da sicherlich auch sehr lang wird das Band werden, weil auch da ist sozusagen sehr viele thematische Blöcke, wo man sich dazu gehörig fühlen kann und sich informieren kann und sozusagen solidarisch miteinander sein kann. Aber es gibt auch Demonstrationen des Band der Solidarität in Blauen und das ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, dass kleinere Orte sozusagen auf die Straße gehen, sich dem zuzubekennen, solidarisch miteinander zu sein. Chemnitz wird dabei sein, es wird Hamburg, Freiburg, es wird Passau, Erfurt. Wahrscheinlich kommen da heute Morgen und übermorgen trotzdem noch andere Städte dazu, um mitzumachen. Und das andere, das hatte ich schon erwähnt, ist aber eben auch, dass es online passieren wird. Es wird einen Livestream geben, diese Stunde von 14 bis 15 Uhr. Das heißt, es wird Redebeiträge zum einen, die auch schon vorproduziert sind, geben, aber eben natürlich in den thematischen Blöcken wird es auch einzelne Beiträge, also dort vor Ort geben. Und das Ganze kann man sich sozusagen zu Hause anhören. Man kann sich aber auch sozusagen auf die Straße oder vor sein Lieblingskino setzen. Auch da ist es prekär, was die Kinos, wie die überleben werden. Und das damit verbinden, was so geht, solidarisch, um da ins Gespräch zu kommen und das dort zu hören. Man kann es aber auch mit dem ganzen Haus auf der Straße hören. Also es geht darum, sich mit den Themen, die wir sagen, sozusagen Menschenrechte, soziale und ökonomische Gerechtigkeit, wie aber auch Klimagerechtigkeit, sich damit ins Verhältnis, solidarisch ins Verhältnis zu setzen. Was soll man sagen? Wünschen wir uns alle viel Erfolg. Ich glaube, wir ringen alle, auch meine Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Technik, um ein gemeinsames, gutes, solidarisches Leben. Ich finde, ihr habt famos Auskunft gegeben. Das kann jetzt irgendwie in einem bündnispolitischen Sinne, wie Naika sagte, sowieso riskant werden. Das ist es ja Gott sei Dank immer, sonst wäre das Leben langweilig und es kann nur gut werden. Danke euch beiden. Dankeschön. Ich will noch mal ganz kurz einen Werbeblock. Ich habe auch das vorhin vergessen. Nehmen Sie diese wunderbare Chiffre zur Kenntnis. Nehmt diese wunderbare Chiffre zur Kenntnis. Tatsächlich. Wir sind ein neues Projekt, Taz Talk. Wir konkurrieren mit allen, die größer sind als wir. Für uns ist das Glas immer halb voll und wir wollen es voll kriegen. Das ist unser Format. Jetzt haben wir heute Anna Spangenberg vorgestellt und Naika Furutan. Das solidarische Band am kommenden Sonntag kommt zuhauf. Seid ein Teil davon. Es kann nur gut und wichtig werden. Dankeschön. Vielen Dank.